witnesses and the evidence from last night's debauchery will be cleaned right away. Könnte was werden. Ja. Tinker Chester RR. Unglaublich. Könnte was werden, sag ich noch. Ist so genial. Ich hab's im Gefühl. Der Chester ist ein tolles Fahrzeug, denke ich. Das entschädigt für diese Missionsscheiße von vorhin. So, Tuning vom Preisfahrzeug. Tuning vom Dinka Chester RR. So wie er da steht, ist er ja schon ganz hübsch. Er fährt sich auch ganz gut. Ist schon sehr schnell. Was mir nicht gefällt, ist dieses Livery, was er drauf hat. Aber da schauen wir mal, was wir da machen können. Also Panzerung ist klar, beste Panzerung drauf. Bremsen, beste Bremsen. Stoßstangen. Mal durch, um zu schauen, was es da alles gibt. Und das war's schon. Das gefällt mir recht gut beim Heck. Also serienmäßig ist nicht schlecht. Ich lasse das Serienmäßige. Keine Motor, den Motorblock. Oh, das ist interessant. Das ist sehr hübsch, lasse ich aber Standard. Riemenabdeckung. Kann ich nicht widerstehen. Dornstrebe. Sehr viele Möglichkeiten, gefällt mir aber nichts wirklich und hier einfach volle Power rein. Motorblock, ich schau noch mal. Doch das verspielte Rote da. Ja, mach ich, komm. Also hätten wir alles Auspuff. Standard gefällt mir sehr gut, weil es passt zu den Lichtern. Scheinwerfer, grünes Scheinwerferglas, rotes Scheinwerferglas.
Sieht seltsam aus, deshalb machen wir es grünes Scheinwerferglas. Motorhaube. Solche Verschlüsse. Sehr hübsch, aber keine ist am besten. Motorhaube. Carbon gefällt mir nie. Ah, das Stinkerzeichen. Vierer-Einlass. Carbon und Fenster. Fenster. Hupe wie immer. LKW-Hupe. Innenraum. Straße. Rennen, das ist etwas too much. Das machen wir aber. Armaturenbrett. Beflockt, Wildleder. Nee, das lasse ich serienmäßig. Instrumente. Ein Tacho. Armaturinstrumente. Das wollen wir doch. Türen. Serienmäßige Aluminium. Was ist serienmäßig? Okay. Serienmäßig kann man lassen. Sitze. Lackierte Sportsitze. Serienmäßig gefällt mir am besten. Lenkrad. Serienmäßig gefällt mir am besten. Übergolfkäfig. Nein, kein Überrollkäfig passt nicht bei dem Fahrzeug. Lichter. Lass ich auf Serie. Neonkids. Nee, mache ich auch nicht. Keine Neonkids. Jetzt Designs, dieses geometrische. Gefällt mir ja nicht, auf keinen Fall. Die sind eh blockiert, aber hier keine. Keine hat was. Das Japanische, wobei man nicht weiß, was es bedeutet. Keine. Kein Design. Schutz vor Diebstahl und Verlust ist schon drauf. Lüftungsschlitze. Hecklamellen, Carbon. Nein, ich will, dass offen ist. Weil das auch hässlich ist, aber wir lassen es so.
Spiegel. Gefällt mir eine Serienspiegel, Nummernschild. Natürlich, Kowalski. Und die Farbe ist eigentlich recht gut. Die lasse ich. Dach. Dachflossen. Nee, das Dach. Carbon ist es bei mir eigentlich nie. Ich mag das Carbonige nicht. Stromlinien oder dieses? Stromlinien gefällt mir ein bisschen besser. Seitenverkleidungen. Serie gefällt mir am besten, ehrlich gesagt. Spoiler. Also entweder so einen dezenten Entenschwanz oder dieses hier. Mach mal den Superflügel, Sonnenblende. Keine Federung. Wettkampf. Getriebe. Das Beste. Turbo. Streben. Ah, solche Streben. Keine finde ich am besten. Reifen. Ich finde die recht gut. Ich kaufe mir nur die Reifenverbesserung ein. Und Reifenqualm ändere ich auch nichts. Fenster ganz dunkel. Und das war's. 27 Veränderungsmöglichkeiten. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich das Ding noch fahren kann. Praktisch kein, das Rotlicht da nur noch in der Mitte sichtbar. Sich immer noch angenehm, außer eben in den Kurven, da muss man gut vom Gas runter, weil wenn man Gas gibt in der Kurve, dann übersteuert er. Das mache ich jetzt gleich mal, ich bin in der Kurve und gebe Gas, dann übersteuert er. Aber wenn ich da ohne Gas in die Kurve gehe, lässt er sich recht gut fahren. Er kommt ein bisschen schwierig durch die Kurven. Also untersteuert eigentlich, bis man
die übersteuert da, also kommt eben schlecht durch die Kurve, außer man gibt Gas in der Kurve, dann übersteuert er. Oder es hat Bumps am Boden, so wie hier. Dann übersteuert er auch. Also sobald ich da auf ein Hindernis komme, beginnt er zu übersteuern. Jetzt hier. Also ein sehr schönes Fahrzeug und mit 27 Tuning-Möglichkeiten auch sehr attraktiv. Muss einfach wissen, eben Handling, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber er kommt eigentlich, wenn man nicht Gas gibt in der Kurve, komme ich hier gut durch die Kurve durch. Wenn ich in der Kurve Gas gebe, dann übersteuert er. Aber das kann man ja, wenn man es weiß, auch ausnutzen, aber eben grundsätzlich kommt er da eher schwierig um die Kurven rum. Das Auto, ich hab's doch schon. Nein, 20.000 RP, ich sehe es gar nicht richtig. Unglaublich, habe ich das Auto nochmals gewonnen. Mann. Der Motor tönt richtig gut.